Frau Backmann, wie kann denn die Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern konkret im Unterricht gestärkt werden? Ja, das ist natürlich gut, wenn man da auch praktische Sachen an die Hand bekommt, ne, und es nicht so philosophisch bleibt. Trotzdem hat es halt zwei Seiten, ne? Also eine ist die Haltung, die wir mitbringen, und das andere sind konkrete Methoden. Und bei der Haltung können wir uns wirklich vor jeder Situation nochmal vergegenwärtigen. Und das wird unser Verhalten verändern. Was brauchen die Kinder, um gut lernen zu können? Dass wir uns das immer wieder fragen, schaffen wir wirklich einen Rahmen, der funktioniert oder nicht? Das finde ich ganz wichtig. Und was auch unser Verhalten beeinflusst, ist die Haltung, dass jedes Verhalten einen guten Grund hat. Also sowohl von den Kindern als auch von uns, ne, dass wir auch in Selbstmitgefühl gehen können. Und das ist das Dritte, dass wir uns als verantwortlich sehen für die Beziehungsqualität und das nicht an die Kinder abschieben und irgendwie denen Verantwortung aufbürden, die sie gar nicht haben. Also das müssen wir uns auf jeden Fall bewusst machen und dann können wir auch noch konkrete Methoden anwenden. Und wie kann ich als Lehrkraft damit umgehen, wenn jetzt doch mal Fehler passieren oder etwas anders läuft, als geplant ist? Ja, was ja einfach jeden Tag passiert. Ja. Ja, also das ist ganz spannend. Also es geht ja gar nicht darum, gar keine Fehler zu machen. Und das ist ja einfach auch unmöglich. Wir können oder wir machen auf jeden Fall welche, die Kinder machen auch welche. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Also nehmen wir die Moralkeule raus und sagen, eigentlich darf dieser Fehler nicht passieren. Oder wir sagen, es ist passiert, was machen wir jetzt damit? Und was können wir vielleicht auch machen, damit es beim nächsten Mal besser läuft? Und darüber ins Gespräch zu kommen. Das ist das Beziehungsstarke daran. Und nicht einfach zu sagen, ne, das war falsch oder du bist sogar falsch. Und das dann irgendwie versuchen abzuhaken. Also da ins Gespräch zu gehen und zu schauen, was können wir machen, damit es beim nächsten Mal besser funktioniert. Also auch die Reflexion seitens der Lehrkraft ist da ganz wichtig. Ja. Kommunikation spielt eine große Rolle. Jetzt war ja in Zeiten von Lockdown die Kommunikation teilweise eingeschränkt, beziehungsweise anders, als wir es aus dem Präsenzunterricht gewohnt waren. Und bei vielen Schülerinnen und Schülern hält dieser Lockdown mit den Schulschließungen natürlich auch noch nach. Was kann jetzt eine Lehrkraft tun, um auch den Druck hinsichtlich Prüfungen, Leistungsbewertungen bei den Schülerinnen und Schülern ein bisschen rauszunehmen? Ja, da sind wir ja auch oft im Zwiespalt. Also viele Lehrkräfte merken ja auch, dass sie es gar nicht so abprüfen können und sie wollen das auch gar nicht. Trotzdem sollen sie es aber tun. Und ich glaube, da haben wir aber schon Freiräume, die wir nutzen können. Das kann jetzt sich auf die Planung beziehen, dass wir vorher schon schauen, dass wir wirklich nur das Minimale abprüfen oder wir gucken auf die Durchführung, wie können wir da Sicherheit schaffen. Und ich finde, man kann sich auch fragen, müssen wir wirklich diese Klassenarbeit schreiben oder können wir Portfolios anlegen lassen, kann der, der möchte, ein Referat halten und dazu noch was ausarbeiten, dass wir das ein bisschen individueller gestalten, vielleicht auch ein bisschen auf das Tempo schauen. Also das hat sich ja jetzt auch noch mal sehr auseinander dividiert, wie schnell jeder arbeitet, und denen da entgegenkommen. Und so haben wir trotzdem unsere Aufgabe erfüllt, sind aber den Kindern entgegengekommen. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, den Spickzettel vorher zu erstellen. Also, dass wir in der letzten Stunde vor der Arbeit oder vor der Überprüfung wirklich drei Punkte aufschreiben, wo das Kind sagt, also jedes einzelne Kind, das kann ich mir irgendwie nicht merken oder das ist irgendwie schwierig. Das heißt, erstmal lernen sie darauf, sich zu fokussieren, drei Dinge aufzuschreiben. Und wenn die sich hinterher darüber austauschen, was sie aufgeschrieben haben, merken die auch, jedes Kind hat was anderes aufgeschrieben und nebenbei haben wir das komplette Thema nochmal wiederholt. Der Spickzettel schafft vor allen Dingen Sicherheit, weil also das kann man natürlich individuell entscheiden. Bei mir können die die in die Hosentasche packen, denn der Witz ist, die brauchen den ja nicht mehr. Die wissen ja, was draufsteht, weil diese drei Punkte nur da drauf sind und nicht 50. Und nur dieser Gedanke, ich habe diesen Zettel, wenn das käme, ich hätte es auf dem Zettel stehen, das macht schon unheimlich viel aus und so sind die auch konzentrierter in der Arbeit. Also, das ist eine ganz super Methode. Ja, und was man sonst noch für die Durchführung beachten könnte, wäre, dass man auch länger schreiben lässt. Also, dass man sich nicht an der Zeitvorgabe jetzt stringent hält, sondern schaut, was brauchen die? Die müssen ja auch erst wieder reinkommen in diesen Schreibprozess, und Denkprozess, dass man da auch ein bisschen großzügiger ist, was die Zeit angeht. Ja, also wir sehen das, was wir auch aus dem Lehreralltag schon kennen. Flexibel bleiben, anpassungsfähig sein, schauen, was brauchen die Schülerinnen und Schüler, was beruhigt sie und so können sie dann auch konzentrierter in diese Klassenarbeiten oder Tests reingehen.
Ja. Ja, vielen Dank. Das waren schon mal sehr viele konkrete Tipps und Hinweise. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf lehreronline.de finden Sie dann das ganze Interview. Da geht es dann auch noch einmal um selbstgesteuertes Lernen und gehirngerechtes Lernen. Auch wieder natürlich mit konkretem Praxisbezug. Vielen Dank, Frau Backmann. Danke.